Herzlich willkommen, meine lieben Löwen, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft. 28. Oktober bis 3. November. Das ist die Woche, auf die ich schaue. Nur einmal kurz als kleine Info. Dazwischen liegt Halloween bzw. Samhain. So, meine lieben Löwen, jetzt gucken wir mal, was für Botschaften wir kriegen für diese Woche. Oh, weia. Okay, ich bin selber Löwe. Ich bin nicht ganz objektiv bei dieser Legung. Es könnte sein, dass ich schimpfe, ne? Deswegen schauen wir mal, was auf uns zukommt. Wir haben hier schon mal einen König der Stäbe. Oh, was ist das denn hier? Okay, gut. Alles klar. Lieber Löwe, hier kommt die Schattenarbeit. Ich bin begeistert. Oh Gott, was ist denn hier kaputt? So, also wie gesagt, ich kann das nicht ganz objektiv beurteilen. Ich kann das auch nicht so objektiv vortragen, weil ich bin ein sehr, sehr starker Löwe. Ich bin im Mondzeichen Löwe, im Aszendenten, im Geburtszeichen, im Venuszeichen. Ist ein bisschen doll bei mir, ja? So, meine Lieben, also, wohin führt es? Es soll führen zur inneren Harmonie. Es soll auch hier einen gewissen Ausgleich geben. Wir haben in deiner Legung einmal König der Stäbe. König der Stäbe ist in deiner Energie drin. König der Stäbe guckt hier aber auf die Vergangenheit. Es muss nicht unbedingt immer ein Herzensmensch sein. Und es muss auch nicht immer ein Mann sein. Bei mir sind die Könige immer ein Gegenüber. Wenn hier eine Königin liegen würde, wärt ihr das? Das ist auf jeden Fall jemand, der impulsiv ist, vielleicht auch schnell Vorwürfe macht und hier tatsächlich auch immer die ganze Zeit in der Vergangenheit rumrührt, ohne irgendwelche Notwendigkeit. Das ist auch mal jemand, der aggressiv sein kann, der machthungrig ist, der versucht, euch irgendwie klein zu halten. Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben hier die 7 der Schwerter noch daneben. Die 7 der Schwerter, das ist eine feindliche Energie. Es geht so ein bisschen darum, sich auf eurem Rücken irgendwie stark zu machen oder euch vielleicht auch in irgendwas mit reinzuziehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Teufel. Teufel zeigt immer Schattenthemen, beziehungsweise Adam und Eva sollen die beiden Menschen sein, falsch abgebogen und in der Hölle gelandet. Und häufig sind so Schattenthemen, aber auch Süchte und ungesunde Verhaltensweisen das Thema dieser Karte. Ne? Das heißt, dieser Mensch tut euch eigentlich nicht mehr gut oder auch der Kontakt mit ihm. Hier gerne auf die Schattenthemen schauen. Es kann auch sein, dass dieser Mensch, ne, einfach mit seinem Verhalten euch so ein bisschen eure eigenen Schattenseiten spiegelt. Ne? Die Stäbe sind immer Element Feuer. Wir haben hier Löwen im Hintergrund auf dem Thron und dementsprechend, das passt hier eigentlich ganz gut. So, Schattenthemen, Struggle. Ja, gleichzeitig, wohin führt es? Was sollst du tun? Den Kampf ruhen lassen. Ja, 5 der Schwerter ist eine ganz tolle Energie, weil es einfach zeigt, da ist nichts zu holen, da ist nichts zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Also das heißt, wenn dieser Mensch euch Vorwürfe macht, dann entscheidet, dass ihr die nicht hören müsst. Ja, es sind seine Vorwürfe. Wenn die müssen nicht an eure Adresse gehen. Ihr könnt auch sagen, sorry, aber ich höre dir nicht mehr zu. Ich möchte das einfach nicht mehr. Es geht nicht darum, sofort zu reagieren. Ich kenne es von mir selber als sehr, sehr starke Feuerenergie. In meine Richtung wird ein Vorwurf geschossen. Ich muss sofort zurückschießen. Ich bin dabei, das aufzulösen. Ich bin dabei, zu lernen, ruhig und geschmeidig zu bleiben. Oder auch einfach zu sagen, dieser Angriff wird mich nicht herausfordern, weil ich lasse nicht zu, dass man mich angreift. Ich gehe vorher weg, ne? Und genau das zeigt diese Legung, ne? 5 der Schwerter. Ich lasse den Kampf sein und ich räume lieber die Scherben hinter mir zusammen und dann ist auch wieder gut, ne? Ich lasse mich nicht auf dieses Ding, 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 Ding. Ihr kennt das alle, ne? Ein Wort folgt auf das andere und dann schwierig, schwierig, ne? Und ich glaube, wenn ihr ein ähnlicher Löwe seid wie ich, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Worum geht es? Innerer Frieden, Zufriedenheit, Harmonie, Ausgleich, ja, ein gewisses Mittelmaß zu finden, ja, zwischen Verteidigung und ich schieße wieder zurück, ja, das ist hier mir ganz, ganz wichtig. Ich finde tatsächlich, ihr merkt, ich spreche immer sehr schnell in den Videos, ich finde tatsächlich so Sachen wie innere Ruhe und Zufriedenheit sind mittlerweile bei mir die höchsten Güter im Leben geworden. Und da geht es tatsächlich hin, auch für euch, ja, und bei der Karte, es steht tatsächlich hier auch so ein bisschen unter einem gewissen Schutz, wir haben einen Schutzengel in der Karte drin. Es geht hier um Ausgleich, es geht hier um Harmonie, es geht hier darum, dass es euch gut geht. Ja? Okay, jetzt habe ich zu viel geredet. Ich wollte das Video kürzer machen, aber das war mir einmal wichtig, das Ganze aufzudröseln. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like oder einen Daumen hoch, ne? Ja, den hier wisst ihr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Löwenschattenseiten sind, ja? Und bis zum nächsten Mal.